Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir uns das letzte Jahr... Bevor sich das hier festsetzt, Herr Kollege, das ist nicht die übliche Anrede im Landtag Nordrhein-Westfalen. Ich habe die feine Ironie schon verstanden, aber... Herr Präsident, dann entschuldige ich mich, bitte ich dafür um Entschuldigung, das sollte ein Scherz gewesen sein, auch für einen kleinen Fauxpas des Kollegen. Natürlich ist das nicht die angemessene Anrede hier für das Hohe Haus. Aber das Thema, was wir hier behandeln, das ist wirklich nicht zum Scherzen geeignet, denn wenn wir uns mal vergegenwärtigen, was wir im letzten Jahr hier im Hohen Hause gemeinsam debattiert haben, über welche Skandale wir reden mussten, von den Panama Papers, von den Enthüllungen, LuxLeaks, aber auch Bahamas Papers. Und wenn wir uns dann mal anschauen, was sich substanziell geändert hat, bei den Punkten, wo wir auch viele Gemeinsamkeit hatten, wo wir sagen, diese Rechtslücken müssen wir schließen. Es darf nicht einfach möglich sein, dass man mit wenigen Mausklicks in einem anderen Land, was viele wahrscheinlich gar nicht auf Anhieb auf der Landkarte finden, eine Firma gründet, wo man dann ein Board of Directors gleich mit per PayPal zukaufen kann, wo dann so namhafte Persönlichkeiten wie Clark Kent oder teilweise ja auch Donald Duck im Board of Directors drin sitzen, dass es dann möglich ist, dort eine Firma aufzumachen, das Geld zu transferieren und dann über die Kreditkarte der Firma mehr oder weniger anonym nicht versteuertes Geld oder aus dunklen Kanälen Geld verschwinden lassen kann. Meine Damen und Herren, wenn wir heute über Rechtsstaat geredet haben, dann ist diese eklatante Rechtslücke, da sind diese eklatanten Fehler in unserem System ein Punkt, wo das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat, wo viele, die die Einkommensteuer von der Steuer einbehalten bekommen, viele Selbstständige, von denen wir Vorauszahlungen erwarten, wo die einfach sagen, warum soll ich denn noch Steuern zahlen? Warum handelt der Staat nicht? Und das geht an Sie, meine Damen und Herren von der CDU. Sie haben eine Mehrheit im Deutschen Bundestag mit der Großen Koalition. Sie stellen den Bundesfinanzminister seit vielen Jahren. Warum haben wir in Deutschland nicht strengere Kriterien? Warum haben wir kein Transparenzregister? Was haben Sie auf europäischer Ebene unternommen, um diese Lücken zu schließen, meine Damen und Herren? Und deswegen ist es gut, dass wir heute mit den Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratinnen nochmal auflisten, wo aus unserer Sicht, aus nordrhein-westfälischer Sicht, Handlungsbedarf besteht. Und ich kann Sie wirklich nur darum bitten, dass Sie jetzt Ihren Einfluss geltend machen, als größter Landesverband der Union in Berlin, dass wir hier vorankommen. Denn nicht nur ist es den Leuten nicht zu erklären, es ist auch Geld, was uns fehlt für unsere Infrastruktur, für wichtigste Zukunftsinvestitionen wie in Bildung. Und es kann auch nicht sein, dass es andere Bundesländer gibt, die weder im Bundesrat diesen Initiativen zustimmen, die das verzögern über Vermittlungsausschuss. Und es kann auch nicht sein, dass andere Bundesländer zulasten zum Beispiel von Nordrhein-Westfalen ihre Finanzverwaltung nicht sachgerecht ausstatten, weder mit Sachmitteln noch mit Personal. Und dass dann so unter der Hand auch mal geworben wird, ja, beispielsweise in anderen Bundesländern wird sehr genau hingeschaut und es gibt teilweise ja Beratungsangebote, wo sie Firmen ansiedeln, dass dann gesagt wird, die Finanzverwaltung ist da etwas schwach auf der Brust. Das geht so nicht und deswegen ist unser Weg, den wir hier eingeschlagen haben, den Pfad, den Rot-Grün in den letzten 7 Jahren allen voran mit dem Landesfinanzminister eingeschlagen hat, ist richtig, unsere Finanzverwaltung zu stärken. 47% zusätzliche Stellen bei der Betriebsprüfung. Wir haben jetzt noch mal in den letzten Haushaltsberatungen draufgelegt. Und das ist, was wir hier machen, gelebte Steuergerechtigkeit. Und da bin ich jetzt mal gespannt auf Ihre Redebeiträge. Denn alles, was zu diesem wichtigen Thema von der Opposition in den letzten Wochen zu hören war, dass Sie sich, der Kollege Stein, der hier eine kleine Anfrage gemacht hat, da geht es um das Begleitschreiben, wo der Finanzminister sich im Namen der Landesregierung dafür bedankt, dass Steuern gezahlt werden. Da reden wir über Mehrkosten, die entstanden sind von 0,0001 Cent pro Schreiben. Und darüber haben wir alleine im Haushalts- und Finanzausschuss eine halbe Stunde gestritten. Und anstatt sich dann damit zu beschäftigen, wie dieser Vordruck zustande gekommen ist, ob unbedrucktes Papier genommen wurde oder ob man der Druckerei schon einen Briefkopf gegeben hat und wer dann wann was gemacht hat, kümmern Sie sich doch endlich
um die eklatanten Lücken, die wir haben in unserem Rechtssystem. Handeln Sie und dann stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Wir haben das nochmal aufgeschrieben. Es ist in vielen anderen Ländern, auch in anderen Konstellationen, Konsens. Handeln Sie endlich, stimmen Sie unserem Antrag zu.